Der Gegner von Schweden im Viertelfinale wurde ermittelt im Duell der Rumänen und der Argentinier. Der Schauplatz, die Rose Bowl in Pasadena. Rumänien hatte sich mit Siegen gegen Kolumbien und die USA als Sieger der Vorrundengruppe A für dieses Achtelfinale qualifiziert. Argentinien war als einer der besten Gruppendritten weitergekommen. Schon nach 11 Minuten lag Rumänien mit 1:0 in Führung. Ilie Dumitrescu überwindet mit seinem Freistoß Luis Islas im Tor der Argentinier. Dumitrescu spielte damals beim PSV Eindhoven und war nur durch die Gelbsperre von Radu Chojo ins Team gerückt. Schock für die Südamerikaner, die den festen Willen hatten, auch ohne Maradona ihren Weg ins Finale zu machen. 5 Minuten später kommt Gabriel Batistuta im Strafraum zu Fall. Prodan, der Übeltäter, und Schiedsrichter Pierluigi Pairetto aus Italien zeigte auf den Punkt. Gabriel Batistuta, damals bereits in Diensten der Fiorentina, verwandelte selbst. Für seinen Club machte er in 9 Jahren sagenhafte 168 Tore. Hier den 1:1-Ausgleich. Wieder nur 2 Minuten später ist George Hagi unterwegs. Seine Flanke findet Dumitrescu. Das 2. Tor des Tages von Dumitrescu, der mittlerweile in Griechenland spielt. 3 Tore insgesamt in den ersten 18 Minuten in dieser Partie, aber danach kehrte erstmal Ruhe ein. Bis zur 58. Minute die Ecke von Ariel Ortega und wieder ist Ilie Dumitrescu am Ball. Der Pass zu George Hagi. 1 Jahr zuvor von Real in die Serie A zu Brescia Calcio gewechselt. Bei dieser WM war er der große Denker und Lenker der Bulgaren. Und er traf auch zum 3:1. Es wurde allerdings noch einmal eng. Caceres mit seinem Schuss, abgewehrt von Florin Prunea, dem bulgarischen Keeper. Balbo setzt nach und trifft zum 3:2. Die Argentinier schöpften noch einmal Hoffnung, aber es blieb der letzte Treffer der Partie. Dopingsünder Maradona saß zeitweise heulend auf der Tribüne und faselte von einer großen Verschwörung gegen sein Land. Man habe dem Team die Beine abgehackt aus Angst vor Argentinien. Die Rumänen interessierte das wenig. Sie standen im Viertelfinale gegen Schweden.